Hallo und auf ein neues. Ich hoffe heute wirklich ohne große Probleme und dass ich mal wirklich richtig Kette geben kann, wie ich das gestern versprochen bzw. gesagt habe. Da sich ja das Training hier doch sehr, sehr lang hinzieht. Na gut, auf jeden Fall lange drum rumgequatscht. Jetzt haben wir hier die Quest Edgars Vision. Tristan hat recht. Ich will mit dir reden, denn ich hatte eine Vision von dir. Und blickt mir dabei tief in die Augen. Wieso von mir? Ich kann dir nicht sagen, wieso. Aber dafür kann ich dir von der Vision erzählen. Du musst diesen Ort verlassen. Es ist wichtig für dich, für uns, für Iberia. Du wirst reisen, doch dein Weg wird kein gewöhnlicher sein, sondern dich auch durch die Zeit tragen. Du musst herausfinden, was vergangen war und was passieren wird. Nur so kannst du den Schatten vernichten, der sich immer mehr über das Land legt. Irgendwann in ferner Zukunft werden wir uns wiedersehen und alles kann sich ändern. Das Schicksal Iberias liegt in deinen Händen. Na gut. Deine Ausbildung ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Kehre zu Bisaira in der Ebene der Harmonie zurück. Sie macht dich bestimmt Sorgen, warum du so lange brauchst. Ja, es klingt doch alles recht mystisch, muss man sagen, mit diesen ganzen Zeitreisen, was wir jetzt erfahren haben. Warum auch nicht? Ja, wir werden sehen, was denn alles ist. So, auf jeden Fall kehren wir jetzt mal zurück und ich hoffe, dass ich dann endlich in Derion anfangen kann, da sich das Training jetzt doch sehr hinzieht. So, ist Schamane, was will er denn? Du Verlorene willst also Seelen. etwas über die Chaosbruderschaft Nee, erfahren. will ich noch nicht machen. Ja, aber ich kenne diese Quest schon von meinem anderen Charakter. Ja, und da trifft man auf sehr starke Monster. Mit Level 80 und ich mit Level 9 kann da noch nicht allzu viel ausrichten. Noch nicht, das wird sich aber demnächst ändern. Ach so, und was ich ja machen wollte, ich wollte ja mich meines Inventars entledigen. Und da ein bisschen Geld machen, nicht zum Mystiker, wir gehen mal zum Konsumgüterhändler. Was wir dann verkaufen können. Denn ihr seht hier mit 9 Silber, 475 Bronze, kann man doch nicht allzu viel anfangen. Ich habe euch ja das letzte Mal gesagt, dass ich den ganzen Quark hier alles verkaufen will und werde, den wir nicht brauchen. Das mache ich immer so, wenn ich irgendwas erhalten habe, beziehungsweise mein Inventar voll ist. Dass ich dann den ganzen Quark verkaufe. Also wir haben auch Leder. Das kann man zur Itemherstellung benutzen, aber die Items zu kaufen spart einem Zeit und irgendwo am Ende auch Geld, wie ich finde. So, hier Schattenläufer, Beschwörer sind wir nicht. Ab dafür. 5 Bronze. Zauberschild. Können wir noch nicht benutzen. Trank, den legen wir mal hier hoch. Mana braucht man nicht. Wir hatten ja vorhin, den kann man, da bringt einem ja überhaupt nichts. Ein versiegeltes Item. Dann müssen wir nachher mal zum Mystiker gehen, der das entzieht. Und dann werden wir sehen, was das ist. Ah, hier haben wir was.
Rüst 4 und 7. Ah, ich glaube, ich nehme lieber diese Rüstung. Die hat mehr. Dann können wir das ja nochmal verkaufen. Und zum Mystiker. Manche Gegenstände sind, wie gesagt, versiegelt und dann erfährt man erst später, wenn man das beim Mystiker entsiegelt, was das ist. Manchmal ist es ja nützliche Sachen, wie Tränke so, oder so. Also oder hast du es doch noch bis hierher geschafft. Oder man, die Materialien, Bronze, was haben wir hier? Es bringt uns nichts, aber das kann man verkaufen. Und somit hat es doch wieder etwas wert. Und damit wir hier das Ganze mal beschleunigen, mal wieder unser schönes Reittier. Und das Ganze wird verkauft. Ein Silber, 110 Bronze. So, und jetzt ab weiter die Questreihe. Dass wir hier mal vorwärts kommen. Ich glaube, das ist schon die zweite Folge hintereinander, wo ich sage, ich möchte Kette geben und ja. Mit Kette ist immer noch nicht viel passiert. Aber Mann, das ist mir gar nicht so bewusst geworden, dass sich das am Ende alles immer so sehr hinzieht. Du könntest okay. Ein großartiger Held werden. Wieso ist Mylos noch nicht zurück? Ist etwas passiert? Nein. Es ist ungewöhnlich, dass jemand zu Hohepriester Edgar geschickt wird. Eigentlich redet er nur mit Lord Tristan. An dir scheint mehr daran zu sein, als es auf den ersten Blick scheint. Natürlich, Zeit der Entscheidung. Die Zeit der Entscheidung ist gekommen. Ich hoffe, du hast dir überlegt, ob du ein Magieritter Derions werden oder der Armee Valorins beitreten willst. Derion und Valorin liegen seit langem im Krieg. Das bedeutet, dass es weitreichende Konsequenzen für dich hat. Welches Königreich du treu schwörst, da sollte deine Wahl weise sein, damit du nicht am Ende gegen einen Freund kämpfen musst, wenn er in den gegnerischen Reihen steht. Ja, da wir ja Maria sind und ich das ja bereits schon angekündigt habe, dass ich in Derion spielen werde, werde ich mich mal für Derion entscheiden. Natürlich treffe ich eine solche Entscheidung nicht leichtfertig. Bist du bereit? Denke, dass du deine Entscheidung nicht mehr rückgängig machen kannst. Ja, und wie mache ich das nun? So. Derion. Na dann. Wählen wir Derion aus. Der Weg von Gor nach Derions Hauptquartier der. Ins Hauptquartier der Kampfmagier. Es ist eine große Ehre, zu den Magierrittern Derions zu zählen. Jetzt beginnt dein Abenteuer. Juhu, endlich. Und wer ist das? Wahrscheinlich irgendeiner, der sich für besonders wichtig Dieser hält. Dieser Auftrag wird nicht leicht sein. Wächteranmeldung. Geh zum Kunis-Vorposten in die Sode und zeige Ausbilder Marat. Die Wächteranmeldung. Das machen wir doch mal gleich. Ich wollte eigentlich mein Reittier besteigen. Absteigen klingt jetzt. Ja, etwas komisch. Nicht, dass ihr denkt, ich meine natürlich auf ihm reiten. Auch schlecht auf. Na, ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt wählen wir uns mal an und. Ja, ihr seht schon, hier kann man durch die ganze Welt reisen. Gilden machen wir noch nicht. Ich wollte ja mit euch. Wer Lust hat, mit mir zu spielen, eine eigene Gilde gründen. So, dann melden wir uns mal an. Hör auf deinen Meister! Du bist also ein Rekrut aus Gor. Hast du die Wächteranmeldung dabei? Ja. Habe ich. Da ist sie ja. Sehr gut. Okay, dann also freue ich mich auf das nächste Mal, wenn wir dann unsere Reise in Yesode beginnen. Auf Wiedersehen.